Neue Medikamente. Oft die letzte Hoffnung für schwerkranke Patienten. Und für die Pharmaindustrie ein Riesengeschäft. Aber nur, wenn die Krankenkassen zahlen. Je häufiger Ärzte ein Medikament verschreiben, desto größer ist der Profit für den Hersteller. Deshalb sponsert die Pharmaindustrie sogar Ärztefortbildungen. Also ich fand's krass. Die geben das Geld genau dafür, dass am Ende auch das, was sie promoten, auf dem Rezeptblock erscheint. Wenn Pharmafirmen zu schnell in den Markt drängen, kann das für Patienten gefährlich werden. Wie kann es sein, dass in einem Land wie Deutschland ein Medikament auf den Markt genommen wird und es müssen erst so viele Menschen sterben, bis man reagiert, bis man es wieder runternimmt? Bekommen Patienten das beste Medikament oder das am besten beworbene? Nach fast einem Jahr Verhandlungen einigen sich Pfizer und die Krankenkassen endlich. Ibrance kostet nun rund 33.000 Euro pro Jahr. Die Hälfte von dem, was Pfizer ursprünglich verlangt hat. Aber offenbar reicht das. Pfizer schreibt uns, wir begrüßen, dass eine Einigung gefunden werden konnte. Der Beleg dafür, dass Ibrance das Überleben mit metastasiertem Brustkrebs verlängern kann, steht weiter aus. Neue Studien laufen. In den Leitlinien werden die wirksamsten Medikamente aufgelistet. Für jede Erkrankung eine Empfehlung. Von A wie Adipositas bis Z wie Zahnerhaltung. Ein Eintrag in den Leitlinien kann einem Pharmaunternehmen Milliardengewinne bringen. Denn die Top-Leitlinien werden bis zu einer 500.000 Mal von Ärzten abgerufen und auf vielen Fortbildungen erwähnt. Doch gerade die Ärzte, die über so viel Renommee verfügen, dass sie Leitlinien schreiben dürfen, arbeiten oft auch eng mit der Pharmaindustrie zusammen. Es ist wichtig, dass ärztliches Wissen sauber bleibt, dass wirklich das kommuniziert wird, was dem Patienten hilft. Und wir haben eine so starke Durchdringung von Ärzteschaft und Pharmaindustrie, dass da die Inhalte beeinflusst werden, oft zu Ungunsten der Patienten. Dabei sollten sich Patienten doch eigentlich sicher sein können, dass sie das beste Medikament bekommen und nicht das am besten beworbene.